Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Video von Hashtag alle 14 Tage, die Fahrtechnik-Tutorials. Wenn du die ersten zwei Videos noch nicht gesehen hast, dann schau dir die auf jeden Fall mal an. Ich werde eine Playlist erstellen, da findest du alle Videos chronologisch geordnet, so dass du da auf jeden Fall von der Pike auf, von Anfang an, alles ordentlich lernst. Denn heute ist das Thema Bremsen. Wie auch in den anderen Videos teilen wir das Ganze in verschiedene Übungen und verschiedene Tipps auf, sodass du das möglichst einfach zu Hause nachmachen kannst. Es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die ich so nebenbei erkläre, aber das würde voll den Rahmen sprengen und das bleibt den Leuten vorbehalten, die natürlich die Kurse machen bei mir. Aber wir starten mal direkt rein mit Tipp bzw. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist, dass ich habe es tatsächlich schon öfter gesehen und alle möglichen Variationen, wie Leute bremsen. Ne? Der klassische Drei-Finger-Bremser, Vier-Finger-Bremser, Zwei-Finger, Ein-Finger, sehr, sehr gut. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die bremsen nur mit dem Mittelfinger, auch ganz verrückt. Die richtige Methode, beziehungsweise die für mich auf jeden Fall am besten geeignete Methode ist, mit einem Finger zu bremsen. Da sind natürlich schon die Einstellungen vom Hebel alleine wichtig, aber das geht dann in dieses Thema Cockpit einstellen. Darum geht es ja heute nicht so viel. Aber kleiner Tipp vorweg schon mal, die Bremshebel stehen ein bisschen weiter unten, als wenn wir einfach nur in der Ebene fahren. Und die sollten halt so sein, ich habe jetzt hier natürlich einen Zweifinger-Bremshebel, aber ich habe dann das Ganze so nach innen geschoben, dass ich hier perfekt mit einem Finger bremsen kann. Aber warum ist das denn so, dass wir jetzt nur mit einem Finger bremsen sollen? Der Grund, warum wir mit einem Finger bremsen sollen, ist nicht, dass wir besonders viel Kraft im Zeigefinger haben, sondern der Zeigefinger ist nämlich der eine Finger, mit dem wir bremsen. Und der ist der einzige Finger, abgesehen jetzt vom Daumen vielleicht, aber den brauchen wir zum Greifen, der einzige Finger, der unabhängig von allen anderen Fingern bewegbar ist. Es gibt natürlich noch mehr Gründe, wie zum Beispiel, dass man natürlich den Lenker besser festhalten kann, aber wie ihr vom Thema Grundposition und Druck im Bike schon wisst, haben wir ja gar nicht so einen festen, super festen Griff am Lenker. Ne? Das heißt, der wirklich wichtige Grund ist, der Zeigefinger ist der einzige Finger, der unabhängig von allen anderen Fingern bewegbar ist. Dafür gibt es auch ein paar einfache Tests, die kannst du mal zu Hause machen, wie zum Beispiel, dass du die Finger so verschränkst. Ne? Der Zeigefinger ist jetzt hier und du kannst so ganz normal die Zeigefinger bewegen. Wenn du das Gleiche jetzt mit dem Mittelfinger zum Beispiel machst, merkst du, dass das super, super schwer ist. Und das ist mit allen Fingern so. Das heißt, du kannst auch hier, ne, wenn du jetzt so die Hand hast, du wirst merken, es ist mit dem Mittelfinger fühlt sich das alles komisch an. Die anderen Finger wollen mit. Und da haben wir natürlich jetzt ein Problem. Das heißt, wenn wir jetzt mit zwei Fingern zum Beispiel bremsen wollen und wir haben so eine Situation, wo wir aus Versehen irgendwie uns erschrecken oder irgendwie eine unvorhersehbare Situation kommt und wir kommen in so ein Notfallmanagement, dann kann es passieren, dass wir instinktiv den Lenker fester greifen wollen und da der Mittelfinger sich dann mitbewegt, packen wir automatisch in die Bremse. Und jetzt hat man so eine Magura MT7 hier drauf mit dicken Scheiben und dann bremsen wir und das endet dann oft in Situationen, die wir nicht wollen. Außerdem natürlich die Dosierbarkeit, ganz, ganz klar, mit dem Zeigefinger haben wir viel, viel mehr Gefühl als mit dem Mittelfinger. Thema Dosierbarkeit, dazu gebe ich euch jetzt natürlich ein paar Übungen. Jetzt habe ich hier einen asphaltierten Boden, also beziehungsweise einen asphaltiert ähnlichen Boden, das sind ja so Steinplatten. Hierauf ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach. Ihr könnt das allerdings auch steigern, indem ihr zum Beispiel als nächstes dann auf losen Boden geht, wo es dann ein bisschen schwieriger ist. Wir üben jetzt die Dosierbarkeit der Bremse mit ein paar einfachen Übungen. Am Ende sage ich noch ein bisschen was dazu. Wir starten mit der Hinterradbremse und die Aufgabe ist, dass du einfach das Rad schiebst mit gezogener Hinterradbremse bzw. mit schleifender Hinterradbremse, ohne dass das Rad blockiert. Das heißt, nochmal, Bremse leicht schleifen lassen, denn wir wollen nie, dass die Bremsen blockieren, wenn wir verzögern wollen, weil dann klappt das mit dem Verzögern gar nicht mehr so gut. Und die Dosierbarkeit zu lernen ist super wichtig. Wenn du das mit dem Hinterreifen gemacht hast, machst du es als nächstes mit der Vorderradbremse. Gleiches Prinzip. Und
Als letzte Übung machst du es dann mit beiden Bremsen. Das heißt, du packst beide Bremsen und merkst dann, dann ist es schon ein bisschen schwieriger zu schieben. Und es soll nicht blockieren. Ganz, ganz wichtig. Warum üben wir das? Ganz einfach, weil wir, wenn wir im Bergabfahren sind, dann wollen wir möglichst nicht, dass die Bremsen blockieren, weder hinten noch vorne. Denn dann kommen wir meistens ins Rutschen und dann ist es unkontrolliert und dann können wir auch nicht mehr verzögern. Es gibt natürlich Situationen, wo man die Hinterradbremse sogar benutzt, um schnellen Richtungswechsel und solche Sachen zu machen. Aber das ist ja hier eher ein Anfängerprogramm. Wenn ihr natürlich auf dem Rad sitzt, dann ist das eine ganz andere Nummer. Man hat mehr Gewicht, ne? was man auf dem Fahrrad hat. Das heißt, man greift dann viel mehr in die Bremse. Also glaubt nicht, dass wenn ihr neben dem Rad seid und das schiebt, dass dann der Druckpunkt und das Gefühl gleich ist. Aber man kann es ganz gut lernen. Bei der Vorderradbremse gibt es natürlich noch diese Übung, dass ihr das Rad hochnehmt und dann vorne hier die Bremse leicht schleifen lasst, sodass das Rad rollt, ohne dass es komplett abfällt. Die Übung kennt ihr schon aus einigen Videos. Aber um es grundsätzlich so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, könnt ihr das einfach so üben, wie wir es gerade gemacht haben und zum Beispiel auch dann auf einem Schotterboden, auf einem losen Boden. Das ist eine super Übung, um einfach generell mal so ein Gefühl für einen Druckpunkt zu kriegen. Weil wenn man noch nie auf dem Mountainbike gesessen hat und dann auf einmal mit solchen Bremsen arbeitet und man vorher mit ganz, ganz simplen V-Brakes oder sowas gebremst hat, dann ist das auf jeden Fall eine andere Nummer. Punkt Nummer drei ist, beim Bremsen gibt es ja ein Problem. Und zwar, ich fahre und gehe in die Bremse. Dann bremst die Bremse das Fahrrad. Uns aber nicht. Unser Körper, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr zum Beispiel Bahn fahrt oder Bus, ne? Dann, wenn die Bahn anfährt, dann bewegt die Bahn sich vorwärts und wir kommen so ins Straucheln. Oder beim Busfahren, wenn der Bus plötzlich bremst, dann sind wir im Inneren und fallen nach vorne. Auf dem Fahrrad ist das das Gleiche. Hier müssen wir allerdings schauen, dass wir das irgendwie kompensieren. Und da gibt es ja natürlich dieses Klassische, dass wir nach hinten kompensieren. Aber weil wir zentral im Bike bleiben wollen beim Bremsen, ist es so schwierig, dass wir nach hinten ausweichen. Das heißt, ihr müsst natürlich schaffen, mit genug Körperspannung gegen die Fliehkräfte zu arbeiten, die euch nach vorne schmeißen wollen. Und das kann man ganz gut testen, indem man darauf achtet, bei der Bremse, wenn ihr bremst, dass hier wirklich die Gabel schön eintaucht. Ich kann es euch einmal zeigen. So, jetzt taucht die Gabel schön ein. Ich bleibe stabil und komme wieder in eine Grundposition, ne, nutze meinen aktiven Federweg, um das Ganze aufzufangen. Das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass da halt Kräfte entstehen und ihr stabil bleiben müsst, Körperspannung halten. Besonders im Core-Bereich ist es super wichtig, egal bei welchem Thema, Körper-Bike-Trennung oder halt Bremsen, dass ihr eine gute Grundspannung habt. Dazu gibt es ja auch ein paar Videos auf dem Kanal. So, wenn ihr das alles gemeistert habt, geht es natürlich ins Gelände. Und da möchte ich euch eine wichtige Übung mitgeben, die für mich super viel verändert hat. Am Anfang habe ich immer mit beiden Fingern gleich viel gebremst. Das hat mir allerdings Probleme bereitet, wenn ich ins Gelände gegangen bin, weil da verschiebt sich ja alles so ein bisschen und man muss tatsächlich die gefährliche Vorderradbremse mehr benutzen als die Hinterradbremse. Und das halt dann, um nicht mit dem Hinterrad zu blockieren. Ich habe ein wunderbares Aha-Erlebnis gehabt mit dem Radon-Render, weil die Vorderradbremse, da war irgendwie ein bisschen Schmiere drauf oder so. Ich musste mit Bremsenreiniger ran. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Wir waren dort auf ein paar Trails unterwegs, die schon ein bisschen ruppiger und steiler sind und technischer. Das heißt, man fährt da nicht einfach Knallgas runter, sondern verzögert halt. Ich hatte echt das Problem, dass das Hinterrad ständig ins Rutschen gekommen ist. Und da habe ich extremst gemerkt, wenn die Vorderradbremse nicht so funktioniert, wie ich möchte, dann fängt das Hinterrad an zu rutschen. Und da begibt man sich am besten in eine sichere Umgebung, wo man sich gut fühlt. Und da gibt es hier am Flowtrail Siegen eine ganz gute Stelle, um das zu üben. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin und dann geht's weiter. So Leute, hier ist die besagte Stelle, wo man das sehr gut üben kann. Ihr kennt das schon vielleicht aus dem Video mit Steve zusammen. Hier perfekte Bedingungen heute. Nass,
steinig, loses Geröll liegt da rum. Da kann man das sehr, sehr gut üben. Ich werde es jetzt erstmal einmal so machen, dass ich mit beiden Fingern gleich viel bremse. Und dann werdet ihr sehen, dass ich ins Rutschen kommen werde mit dem Hinterrad. Ihr seht, man wird natürlich langsamer. Ihr seht, ich habe eigentlich von vorne bis hinten eine Spur gezogen und nicht so gut verzögern kann. Im zweiten Durchgang werde ich das Ganze dann nochmal machen und 80% vorne bremsen. Das heißt, wesentlich mehr Kraft reinbringen vorne und dann versuchen, möglichst gut zum Stehen zu kommen. Ich werde das Ganze auf eine GoPro festhalten, dass ihr vielleicht so ein bisschen was abgucken könnt, wie ich die Hebel am Lenker benutze, auch wenn es nur vielleicht eine kleine Bewegung ist, vielleicht könnt ihr das dann ein bisschen besser sehen. Starten wir mal rein. Erstmal beide Bremsen gleich viel Prozent. Jetzt 50% bzw. beides gleich viel, 50-50. Ihr seht, man wird natürlich langsamer, aber ihr seht, ich habe eigentlich von vorne bis hinten eine Spur gezogen. Und wenn das jetzt noch steiler wäre, dann hätten wir das Problem, dass ich einfach gar nicht mehr zum Stehen kommen würde. Um zum letzten Tutorial zurückzukommen, richtig stehen zu bleiben bis zu einem Trackstand, brauchen wir jetzt wirklich auch die Vorderradbremse. Und jetzt nutze ich sie mal 80% vorne und nur die 20% hinten. Kontrolliert Vorderradbremse. Und ihr seht, ich komme sogar bis in den Trackstand. Kann wieder weiter rollen und kommt viel besser zum Stehen. Das, liebe Leute, muss man sich so ein bisschen trauen und auch wirklich üben. Aber zu dem Thema sage ich euch jetzt noch mal zum Schluss was. So Leute, das war das kleine Bremsen-Thema. Das Ganze ist natürlich wieder viel, viel Übungssache. Und ihr müsst wirklich dran denken, die Grundlagen so oft zu üben, dass sie ins Unterbewusstsein übergehen. Es bringt euch nichts, wenn in einer Notsituation oder auf dem Trail oder bei einem Sprung oder was auch immer ihr wieder ein altes Bewegungsmuster zurückfällt. Und das passiert automatisch, wenn es noch nicht im Unterbewusstsein ist. Dann fallt ihr nämlich in die vorher gelernten Sachen zurück und in euer typisches so Angstmanagement. Um das zu verlieren, muss man wirklich erst tausende richtige Wiederholungen machen. Das bedeutet üben, 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 Leute. Bleibt dran, nicht aufgeben und unterschätzt nicht, wie wichtig die Grundlagen sind. Wenn die Grundlagen nicht sitzen, dann könnt ihr unmöglich darauf gut aufbauen und lange viele Fortschritte machen. Denn irgendwann holen einen dann die Bewegungsmuster doch ein, die man am Anfang versäumt hat. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Üben. Lasst ein Abo da und wir sehen uns in den nächsten Videos dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, ciao, ciao.